Gist. Nordatlantik. Wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Schau nur ganz kurz. Passt. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen. Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke, hat er gerade ein eigenes Kriegsschiff erhalten. Er ist auch Experte im Entschlüsseln von Geheimcodes. Ein solcher Mann kann unserer Sache zugutekommen. Die Art von Mann, die wir im Orden begrüßen sollten? Nun, er ist mein Freund, aber er zeichnet sich durch eine peinliche Redlichkeit aus und... Schau nur ganz kurz. Wenn er dann fertig geredet hat, schaue ich kurz ins Schiff ran. Das macht die Geheimhaltung etwas schwierig. Vor allem, da sein mathematisches Gehirn gut im Knacken von Codes ist. Seht ihn als Verbündeten, aber achtet auf eure Worte. Ich verstehe. So. Steuerruder loslassen. Oder vielleicht kann ja jemand automatisch hinfahren. Oder so. Ich habe mich jetzt noch ganz kurz da rein, damit die Schiffe fahren können und so herum. Wir brauchen auch ein bisschen Money. So. Einmal. Perfekt. Wieder. Nice. Da haben wir auch was. Perfekt. Würde mal sagen, kurz zu die Flotten. Schiff reparieren. Genau, muss ich noch immer auf den Controller schauen, was der Xbox-Controller ist. Und perfekt. So, dann würde ich sagen, Missionen. Oh, nice. Oh, dann machen wir gleich mal 100%, wieso nicht? Ja, Mission wählen. Ja, ist eigentlich eh wurscht, welches von den beiden. Und Papadons. Perfekt. Tschüss, dafür sind jetzt wenigstens auch gleich mal alle am Start. Und alle schon bereit zum Fahren und so alles drum und dann. Also, jetzt sind wir schon mal so weit, dass schon jeder fährt. Also in unserer Crew. Das passt dann schon. Und Vollgas! Oh, Nordatlantik. Richtig nice. Ich hörte, Louisburg sei eine Schlüsselstellung in diesem Krieg. Wenn die Royal Navy das vornimmt, steht ihr der St. Lorenz offen. Dann kommen Quebec und Montreal. Das Blatt wendet sich. General Wolf wird verpassen. Darauf freue ich mich schon seit vor William Henry. Wenn der verdammte Krieg aus ist, bringen wir diesem Kontinent endlich Ordnung. Ich fürchte, dazu bedarf es mehr, Freund. Aha, da treffen sich schon mal mit einer Verbündeten. Nee, wahrscheinlich der, was er erzählt hat und so heißt. Und dann, der hat auch ein nice Schiff am Start. Also ein da ist sie, die großes. HMS Pembroke, Captain James Cooks Schiff. Alles klar. Oh yes. Kriegsschiff. Voll bewaffnet. Wir sollten mit der Morrigan längs gehen. Master Kenway wartet. Master Kenway! Willkommen an Bord, meine Herren. Schön, euch zu sehen, Captain. Captain Shay Cormac, Captain James Cook. Es ist mir eine Ehre. Ganz meinerseits. Captain Cook hat eine recht beunruhigende Kriegslist aufgedeckt, die unsere Informationen bestätigt. Jawohl, eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Louisburg. Die Franzosen planen einen Überraschungscoup gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen, die Schlacht um Louisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormac? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter... Feuerkraft. Oh, yes. Das sollte ich wohl. Captain. Ja, wieder ein richtiges Kriegsschiff. Coole Sache. Natürlich kurze Ladesequenz, weil es neu aufgerüstet werden muss auf das Schiff. Louisburg. Nice Musik.
Ja, ich fahre einfach hinter mir. Wolf, Lawrence und Whitmore führen die drei Divisionen der Royal Navy. Wer ist Kommandant? Major General Amherst persönlich, zurück aus Hannover. Oh. Ihr findet Interesse am Krieg, Shay? Ich möchte euch nicht enttäuschen, Sir. Oh, da hat es uns gleich mal rum. Ich bin gleich so andere schief gerade. Na super. Hätten wir das Schiff auch gleich hingemacht, ne super. Ob unser Schiff auch mal so ausschauen könnte? Das wäre schon geil. Wäre schon geil, wenn unser Schiff auch so aussehen könnte. Irgendwann einmal. Okay, ich glaube, da schießt schon mal jemand. Genau. Ja, ich probiere es, ich probiere es. So, machen wir da, so zack. So, kurz langsamer und... Richtig nice, richtig nice. Hopp, zack, 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 genau. Das... Warte, schauen wir, dass wir da ein bisschen... Yes, 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 yes. So. Und volle Breitseite! Perfekt! Aha! Und das auch noch! Wow! Nice! Warte, am liebsten will ich den eigentlich noch... Oh, der ist schon mal perfekt. So, und jetzt ist er fliegt, jetzt ist er fliegt. My bitch! Geschafft haben wir es! Das war urgeil, Leute. Ich würde auch so ein kurzes Schiff haben. Vielleicht kann man doch dann schneller segeln und schon. Er verschwindet einfach. Nice. Verschwindet wieder. Geile Sache. Aber den müssen wir töten. Assassino! Mehr machen, Leute. Haben die die Schiffe jetzt extra angezündet? Brander, nee, damit wir falls da jetzt sie durchbrechen, gesagt. Vernichten sie unsere Flotte. Dann sollten wir das verhindern. Ich erkenne das Schiff. Und wie wir das verhindern sollten. So, und... Gib ihn! Nice! Abgemacht. Und versenken. Und der nächste. Und... Versenken! Weg vom Fenster, perfekt. Ja, die Frage ist nur, wohin? Da, warte, 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 fahren. Weil da können wir gar nicht. Yes. So. Und dann halt noch weiter. So, genau, perfekt. So, da jetzt. Und beide fertig gemacht. Nice. Oh, da fuhren. Scheiße, 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 scheiße. Schneller können wir nicht, gell? Nein, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Irgendwer in der Nähe oder so, den müssen wir... Da. So. Ein bisschen kurz. Ne, es dauert noch, es dauert noch. Und... Perfekt! Und zack. Ui, 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 ui. Mist. Aber wir haben es versucht. So, auf schnell haben wir jetzt eh schon mal. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Nee, nicht zurückziehen, bis die. Uns passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen. Oh ja, an die Kanonen, Leute, an die Kanonen. Boah, das ist aber ein heftiges Schiff. So. Und so. So, dann machen wir mal das. Perfekt. Dann machen wir mal das. Und das. Yes. Und eine, yes. Zack. Aha. Na, wartet hier, Schweine. Und auch mehr so. Perfekt. Perfekt getroffen. So. Den einen haben wir noch, den einen haben wir noch. So. Wieder nachwerfen. Yes. Einmal so, einmal so, einmal so. Langsamer. So, und wir haben ihn. Geschafft! Wenn ich das mit Main gemacht hätte, wären wir 100 Mal draufgegangen wahrscheinlich.
Zum Glück haben wir ein anderes Schiff gekriegt. Ein Leihschiff. Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig, nicht wahr? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. Ganzer Blick natürlich. Na dann, fortsetzen. Das mit dem Mörser habe ich gar nicht gesehen, aber das ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Hätte man eigentlich die ganze Zeit einfach wegfahren müssen und dann immer Mörser benutzen müssen. Aber egal.